Moin und willkommen hier zum nächsten Video. Ja, gestern war das erste Mal bei Rennwelten die Rennuni und wir hatten da quasi den ersten Lehrgang, den ersten Schultag, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, was wir quasi gestern dann gemacht haben. Fangen wir erstmal an. Also wir hatten dann gestern so ungefähr mit 20 Leuten haben wir uns im Discord getroffen. Und in dem Fall war ich dann live bei Discord, man kann ja auch im Discord live gehen. Und zusammen mit dem Thomas haben wir dann auf Spar mit dem standardaggressiven Porsche Setup einfach mal die Strecke erklärt. Die Strecke, die Linie, alles so die Basics, worauf man irgendwie achten sollte. Und wir haben gestern echt sage und schreibe 2 Stunden lang quasi nur die eine Runde erklärt, ohne dass wir hier wirklich ans Setup gegangen sind, weil da steckt so viel über die Linie drin. Und da macht das Setup wirklich nur einen ganz kleinen, ja, Bruchteil der Zeit aus, die man am Ende dann wirklich holt, weil eigentlich steckt schon viel im Auto selbst drin, ohne dass wir irgendwas verändern müssen. Und da hatten wir gestern gerade die Kombi aus einem Profifahrer, beziehungsweise aus einem echten Rennfahrer. Und dann zum Beispiel mir hier als Simracer, ich mache nur Simracing, glaube ich, eine echt coole Kombi. Und das war schon echt cool, dass Thomas dann so viel quasi aus dem Echten erzählen konnte. Ich habe dann vielleicht mehr aus dem Simracing erzählt und wir haben uns halt echt gut ergänzt. Kam mega gut an und ist auf jeden Fall in der Zukunft auch geplant auf allen anderen Strecken. Nehme ich mal jetzt schwer an. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr alle irgendwie dann, ja, alle, die dann vielleicht gerade neu sind oder da Bock drauf haben, einfach dann mal auf den Discord zu kommen bei Rennwelten. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Session. So, und wie gesagt, wir haben gestern 2 Stunden gesprochen. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Ich hatte vorher 4 Runden gedreht. Wir haben uns die Runden, was schlecht, was gut lief, angeguckt. Die Runden sind sehr unterschiedlich. Wir haben so ein bisschen die Basics gesagt und haben am Ende nochmal so uns den MoTeC-Verlauf, den Geschwindigkeitsverlauf angeguckt. So, und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier starten, haben wir uns gestern dann überlegt, was ist die wichtigste Kurve auf der Rennstrecke? Ist egal auf welcher, was ist die wichtigste Kurve? Und ja, denk mal kurz drüber nach. Und wir kamen dann auf jeden Fall zu dem Ergebnis, die wichtigste Kurve ist die schnellste Kurve hin zur längsten Geraden. Bedeutet jetzt auf Spar, hier gibt es natürlich ein paar Geraden. Wichtig wird Turn 1 sein, ist aber eine langsame Kurve. Dann, dass wir durch die Eau Rouge fahren und die Kurve Richtung, ja, zur Geraden hin, wieder Richtung Startziel, Richtung Blanchiment, die Rechtskurve unten an der Kartbahn. Und ich nehme euch jetzt mal hier kurz mit, das wird ein sehr verkürztes Video, ich werde jetzt hier nicht 2 Stunden wie gestern nochmal sprechen, sondern das soll einfach mal nur so ein kleiner Teaser sein, so ein Anreger, einfach, dass wir mal die Basics kurz besprochen haben, dass ich zeige, was wir quasi gemacht haben, jetzt aber nur alleine. Und ja, wenn ihr da einfach, wenn ihr merkt, oh, das könnte was für mich sein, dann würde ich euch nämlich allen empfehlen, in die nächste Session dann einfach reinzukommen. So, und wir gucken uns jetzt einfach mal hier an, die erste Runde. Wie wir nämlich jetzt hier durch die Schikane und dann durch Turn 1 durchfahren. Weil gerade hier ist es, ich habe bewusst die Linie so gewählt, dass ich es gut erklären kann und jetzt achtet mal drauf. So, ist euch irgendwas aufgefallen? Den meisten wird auf jeden Fall was aufgefallen sein. Und wir gucken jetzt mal einfach mal nochmal in 0,5er Geschwindigkeit. So hatten wir das gestern nämlich auch gemacht. Und dann werde ich euch das mal kurz erklären jetzt anhand dieser Kurve, beziehungsweise anhand der Busstopp-Schikane. Wir fahren jetzt hier rein. Wir sind viel zu weit links. Wir können noch viel weiter rechts über den Curb gehen. Wir lassen da wirklich... Wir verschenken hier wirklich den Platz. Dann geht's hier rein. Und wir sind eigentlich schon viel zu mittig. Das passt schon eigentlich nicht so gut, weil wir sind eigentlich zu mittig. Und dieser Bereich, wo wir die Lenkung wieder öffnen,
kurz ein Stück gerade fahren und dann wieder in die Linkskurve fahren, ist eigentlich viel zu kurz, weil wir lenken quasi rechts rein und direkt nach links. So, und jetzt fahre ich quasi in der Runde bewusst jetzt schon wieder nach links und das ist viel zu früh. Vor uns sieht man, ist gar keine Ideallinie, da ist gar kein dunkler Asphalt. Wir müssten viel später in die Kurve reinfahren. Wir müssten das Auto später reinwerfen und wir müssten das Auto viel schneller drehen, dass wir quasi gerade kommen, dass wir die Lenkung aufmachen, dass wir gerade raus beschleunigen können, dass wir die Traktion auf den Boden bekommen. Weil jetzt müsst ihr mal darauf achten, wie lange wir mit Lenkwinkel durch die Kurve fahren und wie spät wir am Ende wirklich erst voll auf dem Gas sind. Weil ihr könnt jetzt unten rechts hier sehen, wie ich auf dem Gas bin. Ihr seht ja den grünen Balken unten eingeblendet. Und wenn ihr da jetzt mal drauf guckt, wir fahren viel zu lange Lenkwinkel, Lenkwinkel, Lenkwinkel. Wir sind schon lange auf der Geraden und wir sind immer noch nicht. Jetzt sind wir bei Vollgas. Und das ist schon absolut viel zu spät. Da verliert ihr direkt so unglaublich viel Zeit. Und das ist wirklich wichtig, dass man da wirklich erst spät reinfährt, den Wagen schnell rumsetzt und wirklich schnell, weil es hier die Kurve davor in der Bus stoppt, das kleine Stück, deswegen ist das auch so wichtig, dass man nicht mittig fährt, sondern quasi die Linkskurve schon rechts anfährt, weil dieses kleine Stück, da holen wir oder verlieren wir fast gar keine Zeit. Wichtig ist immer, dass man die Kurve, die auf die nächste längere Gerade geht, die ist entscheidend. Da müsst ihr den Schwung mitnehmen, da müsst ihr euch gut positionieren, dass ihr die Kurve gut fahren könnt, weil da werdet ihr die Zeit holen, weil die holt ihr dann am Eingang auf die Geraden und dann nehmt ihr quasi diesen Vorsprung, diesen Vorteil, den ihr euch erarbeitet habt, nehmt ihr die ganze Gerade lang mit. Und das ist halt wirklich entscheidend. Wir gucken uns jetzt hier Turn 2 nämlich nochmal an, oder beziehungsweise Turn 1 jetzt für die Runde. So, wir sind jetzt quasi ein Stück vorm Scheitel. Wir müssten eigentlich mit dem Spiegel den weißen Strich vor dem Total, also vor dem T, links von dem T, quasi treffen. Wir würden eigentlich gerade anbremsen, lenken spät ein, treffen mit dem Spiegel fast die Mauer und sind dann schon wieder bei Vollgas. Hier fahren wir viel zu schnell in die Kurve rein, lenken viel zu früh ein und eigentlich müssten wir von jetzt an voll auf dem Gas sein. Und wir sehen es, wir bremsen immer noch in die Kurve. Dabei sind wir schon eigentlich auf der Geraden, die runter zu Eau Rouge geht. So, das ist jetzt wirklich wichtig, wenn ihr da unten nochmal drauf achtet, unten rechts. Wir öffnen jetzt die Bremse, gehen jetzt langsam ans Gas und jetzt sind wir erst bei Vollgas. Und ja, das ist viel zu spät. Können wir uns gleich mal ganz kurz noch in den Daten angucken. Und ja. Da ist dann natürlich direkt extrem viel Zeit weg. So, wir können auch noch einmal hier dann durch die Eau Rouge gucken, was wir hier gemacht haben. Wir haben in der Eau Rouge jetzt kurz gelupft. Also wir waren wirklich nur kurz vom Gas, einfach aus Angst, da voll durchzufahren. Gerade am Anfang ist es relativ schwierig, da voll durchzufahren, aber es geht mit jedem Auto voll, muss man dazu sagen. Und wenn ihr dann da voll durchprügelt, oder beziehungsweise jetzt in meinem Falle habe ich gesagt, ah, ich lupfe ein bisschen, das kostet schon nicht so viel. Und man kann genau sehen, diese Runde, wo wir gelupft haben, zu der besten Runde, die wir dann verglichen haben, das Delta in der Geschwindigkeit oben, wenn man dann rausfährt, in dem Linksknick. Der Delta durch dieses Lupfen beträgt 20,1 km/h, hatten wir da in den Daten gefunden. Und 20,1 km/h, die wir dann oben schneller sind, beziehungsweise die wir dann die ganze Gerade wieder mitnehmen, das ist so unglaublich viel Zeit, wo ihr wirklich darauf achten müsst, dass ihr dieser kurze Lupfer, dass ihr den halt wirklich vermeidet, dass ihr euch gut positioniert, dass ihr da Vertrauen findet und wirklich voll durchfahrt, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig für eure Rundenzeit. So, und jetzt gehen wir einmal hier in die zweitschnellste Runde. Jetzt nehmen wir nämlich, wir haben ja eben gesagt, die schnellste Kurve zur längsten Geraden ist am wichtigsten. Und eigentlich haben wir jetzt hier nicht diese Rechtskurve. Hier ist der Wagen ein bisschen übersteuernd unterwegs. Und hier, ihr habt es gesehen, wir lenken einen Meter zu spät ein. Wir verpassen den Apex ein bisschen und dann müssen wir durch die Rechtskurve, anstatt dass wir da voll durchfahren, wie es eigentlich muss, müssen wir lupfen, müssen warten bis zum Curb und können dann erst voll ans Gas gehen.
Und im Vergleich zur schnellsten Runde, wo wir da voll durchgefahren sind, sind das auch direkt wieder 3/14, die das kostet. Obwohl wir da eigentlich nur über einen kurzen Zeitraum anstatt mit 100% Gas mit 80% Gas gefahren sind. Also eigentlich, wenn man denkt, hat nicht so viel gekostet, weil ich habe ja nur ganz leicht gelupft. Aber ja, merkt's euch, kostet viel Zeit. Gerade wenn dann die lange Gerade kommt. 4/10 ist eine Menge Holz. Und ja, müsst ihr wirklich drauf achten. Wir können uns das hier nochmal einmal genau angucken. Fahren jetzt rein, die Kurve ist unwichtig, hier ein bisschen übersteuern. So, wir lenken jetzt zu spät ein. Und jetzt könnt ihr darauf achten, wir müssen einmal kurz das Gas hochnehmen. Ansonsten sind wir relativ viel Gas die ganze Zeit gefahren. Und das reicht schon aus. So, und wenn wir dann jetzt einmal in die beste Runde springen, wo wir hier durchkamen. In dem Falle haben wir hier ein bisschen untersteuern. Aber dadurch können wir jetzt, weil wir früh genug eingelenkt haben, hier voll durchfahren. Natürlich wird es am Ende auch knapp, also muss man auch aufpassen, dass man nicht ungültig wird, beziehungsweise zu weit rauskommt, aber es geht voll. Und nur, dass wir jetzt quasi voll durch die letzte Kurve gefahren sind, bringt uns jetzt bis zum Bremspunkt, bringt uns knapp 4/10 über die komplette Gerade, die wir dadurch gewinnen. Und jetzt können wir nochmal den Vergleich sehen zu eben auf der schnellen Runde. Auch noch nicht perfekt. Wir müssten eigentlich noch später in die letzte Kurve reinfahren. Aber deutlich besser wie in der ersten Runde. So, und das ist halt wirklich wichtig, dass ihr den Wagen immer schnell rumsetzt, dass ihr bei Kurvenfolgen quasi die erste Kurve ein bisschen opfert, dass ihr euch immer gut positioniert für die letzte Kurve, die dann irgendwie raus auf die nächste Geraden geht. So, und da würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurz einen Cut und wir gucken uns mal einmal ganz schnell nochmal die MoTeC-Daten an. Bis gleich. So, und jetzt sind wir hier im MoTeC und sehen quasi den Graphen gerade nochmal. Und ja, dunkelgrün ist 100% Gasstellung und dunkelrot ist 100% Bremsstellung. So, wir wollen natürlich entweder bremsen oder wir wollen Gas geben. Also diese ganzen Zwischenphasen. Klar, man braucht sie manchmal, aber eigentlich geht es darum, dass man sie so gut es geht. Ja, versucht zu reduzieren. Und zum Beispiel hier unser Angstlupfer durch die Rouge, das kostet extrem viel Zeit. Wir sehen es dann hier durch die schnelle Links. Wir haben uns nicht die ganze Runde angeguckt, aber das sind so Stellen, die man eigentlich versucht zu vermeiden, weil sie halt wirklich hier nicht nötig sind. So, und wenn wir uns das jetzt mal dann vergleichen mit, also das war eine 2,24 und wir vergleichen das mit der 2,18,2, dann sehen wir, dass wir hier viel konsequenter waren: grün, rot, Bremse geöffnet, Vollgas gegeben. So, da waren wir viel konsequenter, waren hier überall auf dem Gas wieder dunkelrot ans Gas gegangen. Hier haben wir kurz gelupft, hier mussten wir aber nicht bremsen. Und das sieht viel, viel, viel ordentlicher aus. Auch hier kurz gebremst, reingerollt, Vollgas gegeben, das ganze Stück. Und das geht eigentlich überall auch so durch, auch hier durch den Rechtsknick. Und das ist halt wirklich wichtig und da müsst ihr halt auch dann wirklich drauf achten. Und ja, genau, wenn wir dann jetzt hier auch noch drauf gucken, dann sehen wir jetzt zum Beispiel hier die 2,24 mit der 2,18. So, und da habe ich euch ja gerade die erste Kurve gezeigt, wie wir in der ersten Runde das Auto erst viel zu spät gedreht haben und wie spät wir da erst auf dem Gas sind. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, eigentlich müssten wir doch sogar. Na, will er nicht? Na, dann sehen wir halt gerade keinen Delta. So, gucken wir mal einmal. Wir gehen nämlich jetzt hier quasi durch Turn 1. Und das Äußere, die weiße Kugel ist quasi das Auto auf der schnellen Runde und die rote Kugel ist die langsame Runde. Wir sehen es jetzt, wir sind quasi hier gleich auf. Aber bei der einen Runde haben wir das Auto schon gedreht, bei der anderen Runde haben wir das Auto nicht gedreht. So, und dann fahren wir jetzt hier runter. Und guck mal, was auf einmal passiert, wie die Autos auf einmal auseinandergehen. So, und ich sehe jetzt gerade den Abstand nicht, aber ich weiß den auch von gestern. Das sind 6,5 Zehntel. Und das sind 6,5 Zehntel, die wir schon nach einer Runde, beziehungsweise nach einer Kurve verloren haben. So, dann fahren wir jetzt hier durch die Eau Rouge, das Delta der Geschwindigkeit hier oben
beträgt irgendwas um die 20 km/h, wie wir jetzt oben sehen an der roten Delta-Zeit oder Zahl. Und wir sind jetzt quasi, also hier dieser Strich, wo es dann orange wird, da erreichen wir die neue Geschwindigkeitszone ab 237,3 und die erreichen wir in der schnellen Runde halt wirklich. Die fallen wir einmal ganz kurz drunter, ansonsten sind wir eigentlich schon vom Eingang quasi über 237 km/h schnell. Das erreichen wir bei der anderen Runde erst wieder hier mitten auf der Geraden. Dadurch reißt der Vorsprung so dermaßen auf. Dann fahren wir hier ganz normal die Runde. Das haben wir uns ja alles nicht angeguckt. Und jetzt kommt quasi hier, wo wir schon eine riesen Differenz haben, kommt dann noch die letzte Kurve dazu, wo wir dann hier einmal die Linie nicht richtig getroffen haben und einmal voll durchgefahren sind. Und wie man es dann hier sieht, sind das am Ende fast 5 Sekunden, die da unfassbar schnell zusammenkommen, wenn man da einfach noch am Anfang viele Fehler, viele Schnitzer drin hat. Aber das sind alles Sachen, da ist das Setup noch gar nicht wichtig. Und das war auch wirklich gestern die Intention in der ersten Academy-Runde, einfach zu zeigen, dass da so viel drin steckt, wenn man einfach nur selbst erstmal an seiner Linie, an seiner Fahrweise und ja, quasi an sich selbst arbeitet, bevor man dann anfängt, das Auto einzustellen. Weil das sind dann wirklich nur so die letzten Schritte, die dich vielleicht nochmal eine halbe Sekunde, eine Sekunde schneller machen. Aber vorher geht es halt wirklich erstmal darum, zu verstehen, wie man fahren sollte, wie die Linie ist. Das ist halt wichtig. Und das gerade auf neuen Strecken, wenn ich eine neue Strecke fahre, dann ist das auch immer die Schwierigkeit, die ich so habe. Da muss man mal ausprobieren, ein bisschen testen. Ja. Und genau, das sind halt so die wichtigen Sachen. Und dann würde ich sagen, reicht das jetzt auch mit dem Video dafür, dass ich eigentlich geplant hatte, 5, 6, 7 Minuten zu machen. Sind das jetzt schon 17 geworden? Ich hoffe, es war trotzdem dann ganz verständlich und informativ. Und wenn ihr genau sowas dann mal für die nächste Strecke haben wollt, wirklich alles im Detail erklärt, dann besucht einfach die Rennwelten Rennuni. Und dann sehen wir uns da vielleicht in der nächsten Session. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.